Herzlich willkommen bei FreeSpirit TV, dem Sender jenseits des Mainstreams. Heute bei uns zu Gast ist Simon Bello. Simon ist Sozialpädagoge mit Erfahrung in sämtlichen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, sowohl in Schulen, Hilfesystemen und Heimen. Und zudem ist er Autor. Heute freue ich mich, ihn über sein Buch «Das kinderfressende System» zu befragen. Hier noch eine Nachricht in eigener Sache. FreeSpirit TV ist eines von mehreren Projekten des FreeSpirit Bewusstseinstrainings. Dieses Training ist ein hervorragendes Konzept für Menschen, die einfach mehr vom Leben wollen. Wenn du dich nach etwas sehnst, sei es, dass du noch glücklicher sein möchtest oder reicher, gesünder oder nach einer tollen Beziehung, wenn du dich beruflich auf deine Vision konzentrieren und noch so einiges anderes verwirklichen möchtest, dann empfehlen wir dir von ganzem Herzen das FreeSpirit Bewusstseinstraining. Du findest es unter www.freespiritinfo.com. Ah ja, und noch etwas. Da immer mehr alternative Kanäle im Internet unterdrückt werden, wissen wir nicht, wie lange wir dort noch senden können. Für den Fall, dass die uns das Licht abdrehen, sei vorbereitet und abonniere daher unbedingt unseren Newsletter auf freespirit-tv.ch. Danke und schön, dass es dich gibt. Hallo Simon, schön, dass du da bist. Danke, freut mich, dass ich hier sein darf. Simon, Kinder liegen dir sehr am Herzen. Du möchtest, dass sie frei und kreativ heranwachsen dürfen und glücklich werden dürfen. Und das ist in einer Sicht im heutigen System nicht möglich oder schwer möglich. Deshalb hast du das Buch geschrieben, Das kinderfressende System. Wie kommst du auf diesen reißerischen Titel für dein Buch? Dazu muss man erstmal verstehen, was da heute passiert, also was vielfach passiert. Ich habe es vorhin nochmal festgestellt, ihr seid in der Schweiz irgendwie fast schon gesegnet, dass es bei euch anscheinend noch nicht so weit ist. Wenn man sich die deutsche Entwicklung betrachtet, ist das ein bisschen anders. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also wenn man sich vorstellt, was menschliche Eigenschaften sind oder wie Menschen sich definieren, dann stellt man halt fest, dass es so Grundeigenschaften gibt, die Menschlichkeit ausmachen. Also kreatives Denken, also kreativ hat mit künstlerisch meistens nichts zu tun. Also das sind zwar auch künstlerisch begabte Menschen tatsächlicherweise, das liegt aber an anderen Dingen. Kreativ heißt aber eben auch Querdenken oder eigenständiges Denken entwickeln. Ja, das heißt nicht für sich denken lassen. Eigenverantwortung übernehmen sind so Schlagwörter. Überhaupt Verantwortung übernehmen, auch in der Gesellschaft seine Stellung einnehmen können, Ziele verfolgen können. Lauter Dinge, die eben etwas damit zu tun haben, was Kinder lernen dürfen. Ja, und wenn man halt kreatives Denken im Bildungsplan abgeschafft hat, wenn man halt, das ist absolut der Fall, wenn man weiß, wie Kreativität funktioniert oder wie es gebildet wird und in den Bildungsplan schaut, dann hat das eine mit dem anderen nichts mehr zu tun. Oder Ziele verfolgen hat was damit zu tun, auch seine Emotionen kontrollieren zu können. Ja, und auch das wird heute nicht mehr gelehrt, beziehungsweise findet weniger statt, weil Kinder immer früher in die Fremdbetreuung gehen. Also die skandinavischen Länder sind immer das Nonplusultra für alle Bildungssysteme. Da ist es Usus, mit einem Jahr in der Fremdbetreuung zu sein. Wer das nicht ist, da werden die Eltern schon sehr schief angeschaut. Ja. Weil dann die Frau nicht im Arbeitsumfeld ist. Über die Gründe, da gibt es verschiedene. Mhm. Ja, also es herrscht auch immer die Meinung, Kinder bräuchten, dann hätten keine sozialen Kontakte oder bräuchten ja diesen Kontakt zu Gleichaltrigen. Das ist auch teilweise mit Sicherheit richtig, aber noch besser ist der intakte Kontakt zu Eltern, ja, weil das ist die Identifikationsfigur, da ist der sichere Hafen. Mhm. Und wenn man sich halt wirklich auch ganz offiziell noch nicht mal eigene Forschung betreibt, sondern wirklich ganz offiziell sich anguckt, wie werden bestimmte Dinge gebildet, dann muss man eben sagen, dass die heute nicht mehr gebildet werden. Und das heißt, das Bildungssystem oder das System, in dem unsere Kinder aufwachsen, sorgt dafür, dass sie die Kindheit, die Kindlichkeit, die Menschlichkeit quasi wirklich aufgefressen wird. Die war ursprünglich da. Wenn die zur Welt kommen, sind die eigentlich ziemlich fertig, finde ich komplett. Ja. Und dann werden sie Stück für Stück ihrer Fähigkeiten beraubt. Deswegen finde ich einen reißerischen Titel dafür relativ angemessen. Ja, sehe ich auch so. Was hältst du denn für den wichtigsten Faktor der von dir beschriebenen Entwicklung, wenn du das so betrachtest? Und warum? Also der wichtigste Faktor ist
ja, ich weiß gar nicht, ob man da wirklich einen herausstellen kann, aber ich sag jetzt mal, der wichtigste Faktor wäre erstmal, dass sich Menschen wieder bewusst dafür entscheiden, Kinder zu kriegen. Das heißt auch eben mit der Auseinandersetzung zu beginnen, mit dem Prozess zu beginnen, an sich selber zu arbeiten, bevor ich denn meine Denkmuster, meine gelernte Erziehung irgendwie weitergebe an meine Kinder. Sondern das vielleicht auch mal zu reflektieren, was da passiert ist und zu was das geführt hat. Also ich kenne ganz viele Trauma-Leute, also Traumapädagogen oder Traumapsychologen, Psychotherapeuten, die sich lange in den Bereichen beschäftigt haben. Und die sagen dir heute, also wir als deutsche Gesellschaft stehen noch bei der Aufarbeitung vom Ersten Weltkrieg, beim Zweiten sind wir noch gar nicht angelangt. Hat natürlich das damit zu tun, wie sind die Generationen danach aufgewachsen. Ja, ja. Also wenn man sich die Kriege vorstellt, die passiert sind, das ist nicht die einzige Ursache, aber eine große Ursache. Papa war im Krieg, kommt völlig traumatisiert nach Hause. Es ist völlig normal, jeder Mensch muss durch sowas traumatisiert werden, wenn du da an der Front liegst oder so. Und der ist halt nicht mehr emotional verfügbar. Nennen wir Pädagogen das. Ja, das heißt, da kommt ein kleines Kind irgendwie und will, Papa, das lebt im Hier und Jetzt und Papa lebt in der Vergangenheit, in seinen traumatischen Erlebnissen und die können gar keine gemeinsame Sprache finden. Und der ist auch ja gar nicht mehr dazu in der Lage, empathisch aufs Kind einzugehen, auf seine Bedürfnisse einzugehen, die wahrzunehmen, jetzt als Person wahrzunehmen. Und dadurch lernt das Kind das eben auch nicht mehr. Ja, und Kinder, die das nicht mehr lernen, können es dementsprechend auch nicht mehr an ihre Kinder weitergeben und irgendwann sind diese Fähigkeiten einfach ausgelöscht. Das ist, wir haben in Deutschland gibt es Zahlen, für die Schweiz weiß ich es leider nicht, für Deutschland gibt es Zahlen, dass wir nur noch 50% sicher gebundene Kinder haben. Also auf die Bindungstheorie können wir hier gerne noch eingehen. Gehen wir dann noch ein, Das heißt aber, dass die anderen 50% echte Schwierigkeiten im emotionalen Bereich haben, mehr oder minder ausgeprägt, aber definitiv bemerkbar im emotionalen Bereich, in der Sicherheit, die man empfindet. Ja, und das hat halt Folgen. Also wenn man die Welt nicht mehr als sicher empfindet, dann hat das halt die Folge, dass man nicht mehr neugierig ist, weil das ist ja gefährlich. Mhm. Und alles das findet statt und die wichtigsten Entwicklungsschritte finden eben unter 3 Jahren statt. Und unter 3-Jährige werden gerade dazu gezwungen, ihre sichersten Personen, die sie haben, Eltern, abzugeben. Ja. So, und deswegen sind diese Entwicklungen so schwierig. Mhm. Wohin würde das jetzt schlussendlich führen, wenn man das jetzt einfach weiterführt? So? Das sehen wir. Also ich habe lange in der Jugendhilfe gearbeitet und das führt dazu, dass wir Menschen haben, die keine Ziele verfolgen können, die nur von kurzfristiger Bedürfnisbefriedigung leben. Ja, das heißt, wenn die sich ein Ziel setzen mit, ich möchte gerne... Oh, ich spare jetzt mal auf ein iPhone, ist mir völlig egal, auf irgendwas. Und dann kommt aber leider der leckere Döner dazwischen, dann schaffen sie es nicht, an dem vorbeizugehen. Das sind die ganz kleinen Beispiele, aber die können auch kein Glück mehr empfinden, weil sie ja Glück nur dann empfinden können, wenn sie irgendwie ihre Ziele sich erfüllen können. Und wenn ich halt, und gerade diese emotionale Kontrolle dahinter, die führt eben dazu, dass wir Ziele nicht mehr erreichen können, weil wir selber nicht in der Lage sind, unsere Bedürfnisse anzupassen. Ja, oder auch mal einen Rückschlag zu verkraften, auch mal die eigenen kurzfristigen Bedürfnisse zurückzustellen, um das längerfristige Ziel zu erreichen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das sind ganz, viel, ganz entscheidende Dinge, ja, wie Menschen ihr selber gestecktes Ziel erreichen wollen und können. Dann führt es dazu, dass man gesellschaftlich quasi, die Gesellschaft wird einen irgendwann ausschließen, wenn man nicht mehr in der Lage ist, empathisch auf andere Menschen einzugehen. Oder also wir erziehen uns gerade eine Generation von absoluten Egomanen, die auch gar nicht mehr ausbildungsfähig sind. Wie sind denn die untereinander dann aber? Wenn die jetzt, wenn du jetzt sagst, ausgeschlossen, wenn sie nicht empathisch sind, wenn dann plötzlich so viele so sind? Genauso wenig. Das sind, ist das auch ausschließend dann? Ja, die nehmen sich ja auch nicht wahr. Also die, die funktionieren so lange gut. Also die, wir nennen das immer ein bisschen die Spaßgeneration. So. Ja, also sobald der Spaß vorbei ist, nehmen die sich auch untereinander nicht mehr wahr. Zusammen Spaß haben können die sehr gut, aber sich jetzt irgendwie bei Problemen unterstützen oder sowas, da hauen die ab. Okay. Ja. Also ich kenne diese Beispiele. Ich hatte Jugendliche bei mir zu Hause. Also immer nur einen, das war dann eine 1-zu-1-Betreuung. Das ist dann schon ein sehr stabiler Rahmen,
für gewöhnlich. Und wenn dann da schmiert, dann wollte man den Raum streichen. Er wollte eine andere Farbe. Und dann haben wir den Raum gestrichen. Ich sagte, okay, die Jungs wollen das selber machen. Alles klar, lass die Jungs das selber machen. Er hat sich zwei Freunde eingeladen. Die leben ja nicht bei uns im Gefängnis. Die haben natürlich Freunde und Kontakte. Und ja, hat er sich zwei Freunde eingeladen. Und dann haben die Jungs das gemacht. Und ich war natürlich im Haus. Und ich habe gesagt, also ihr müsst den Schrank schon ausräumen, bevor ihr den wegrollt. Das war ihnen dann zu anstrengend. Und dann haben sie den Schrank samt Inhalt versucht wegzurollen. Da ist der ganze Schrank zusammengebrochen. Und hast du nicht gesehen, ein riesen Tohuwabohu. Dann kam ich natürlich hoch, dann haben wir das Problem irgendwie geregelt, den Schrank wieder aufgebaut und schwupps waren die zwei anderen Jungs weg, weil das roch jetzt nach Ärger. Mhm, ja? So, das, es gab zwar keinen, ja, aber das roch für die jetzt irgendwie, nee, jetzt ist das vorbei. Schon zu kompliziert. Mit dem spaßigen Streichen und Zusammensitzen und Musik hören und laut. Jetzt wird die Situation irgendwie ernst und zack, waren die Jungs weg. Ja. Und das galt, also ich kenne Generationen, da wäre das nicht vorgekommen. Ja, ja. Da hat man sich gedacht, okay, wir haben jetzt gemeinsam irgendwas verbockt, dann stehen wir da auch gemeinsam durch. Genau. Ja. Das passiert heute immer weniger. Also dass jeder mehr auf sich schaut. Die offiziellen Zahlen sind sehr konservativ geschätzt und bei 50%, finde ich, ist so eine Grenze erreicht, wo wir uns langsam Gedanken machen, was, wie das sich weiterentwickelt. Ja, das würde ich ja auch immer meinen. Ja. Immer vorausgesetzt, also diese 50% können ja das, was sie nicht gelernt haben, auch nicht weitergeben. Mhm. Und das heißt, die kriegen ja auch Kinder und diese Zahlen nehmen zu. Ja. Es wird dann einfach nur noch schlimmer. Da gibt es einen schönen Film zu, heißt Idiocracy, kann man sich mal angucken. Mhm. Okay, mache ich. Du hast Bindungen erwähnt, dass es ganz wichtig ist, die Entwicklung von Bindungen. Was kannst du uns dazu noch genaueres sagen? Also wie entsteht das und was sind vielleicht so die Probleme? Also wie kommst du zu gesunden Bindungen und wie kommst du zu schwachen Bindungen konkret? Also Bindungen entstehen, das ist eine Partnerschaft von erst Mutter und dann Eltern und Kind. Das heißt, das baut aufeinander auf. Es ist ein System. Es ist ein System von, ich zeige einen Wunsch an und ich kriege eine Reaktion darauf. Mhm. Dadurch kann man ziemlich genau vorhersagen, wie dieser Mensch sich entwickelt wird. Also es entsteht dadurch, dass sich Kinder orientieren können, was kommt als nächstes. Also die lernen diesen Gesichtsausdruck zu lesen der Eltern. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man seinem Kind mal ins Gesicht guckt, wenn man mit ihm interagiert. Das ist übrigens heute, wenn ich dann im Zug sitze oder das ist mir öfter passiert, sehe ich dann irgendwelche Mütter, die am Handy sitzen. Die schauen dann zu. Ja, genau. Und das Kind da so schaukelt. Ja. Da kann das nicht mehr passieren. Ja. Ja, ist einfach nicht möglich. Mhm. Das hat ganz viel mit Stillen zu tun, Bindung, weil da nun mal Hormone frei werden, die dafür sorgen, dass Bindungen begünstigt werden. Mhm. Und so entsteht eigentlich auf eine natürliche Art und Weise ein völlig verlässliches System. Verlässlich, also Säuglinge sind eigentlich körperlich gesehen zu nichts in der Lage. Mhm. Und dementsprechend brauchen sie halt Sicherheit. So, und die müssen wissen, es passiert nichts. Und es gibt halt bindungsfördernde Maßnahmen. Das heißt zum Beispiel Kommunikation. Die können zwar körperlich nichts, aber verstehen tun sie eigentlich alles. Mhm. Warum auch immer. Also die können ja nicht sprechen. Und man denkt immer, die können irgendwie nichts. Das ist nicht ganz der Fall. Also wenn ich den... kann das an sich selber immer ganz gut beobachten oder mal vorstellen, man würde da jetzt auf einem Wickeltisch liegen und dann kommt da jemand und alles funktioniert völlig ohne Kommentar, ohne irgendwas, dann zieht man die Hose mal aus und das mal und dann fummelt da irgendeiner rum und keiner weiß was. Also für mich wäre das eine unglaublich unangenehme Vorstellung. Ja, stimmt. Und dementsprechend ist es halt auch für Säuglinge unangenehm. Und wenn man das Ganze ein bisschen in Kommunikation verpackt, ein bisschen, also jede körperliche Berührung, jede sanfte, hat einen Hormonfluss zur Folge, der angenehm ist. Ja, und deswegen kann man sowas schön in Massagen einbauen. Also man kann sich halt einfach mit seinem Kind beschäftigen. Zum Beispiel, wenn man eins hat, ja, macht Sinn. Genau, ja. Dann macht es Sinn, sich mit dem auch zu beschäftigen und den eben auch als Menschen wahrzunehmen. So entstehen verlässliche Bindungen. Auf psychologischer Ebene haben wir heute ein ganz anderes Problem, dass das nicht mehr entstehen kann. Entstehen ganz andere Muster, nämlich Verschmelzungen. Dass das dann zu viel gemacht wird.
Nein, das heißt, du? Also wir führt uns auf ein anderes Thema, aber hat im Prinzip natürlich viel damit zu tun. Diese Dinge verschachteln sich einfach. Der Kapitalismus zum Beispiel ist ein großes Problem für Kindererziehung. Und das liegt daran, dass Eltern im Stress sind. Also, dass die jetzt schon darüber nachdenken, was sie in 2 Stunden noch alles machen müssen oder was sie in diesem Zeitraum machen müssen. Das aktiviert, also wir haben im Körper 2 Systeme. Eins, das nach außen reagiert und eins, das nach innen reagiert. Und die reagieren nur noch im Außen. Also quasi, wir nennen das Katastrophenmodus. Ja. Michael Winterhoff hat diesen Ausdruck geprägt. Das heißt also gerade diese ganzen Handys und alles, wir sind ständig erreichbar, wir sind ständig online, wir sind ständig, kriegen wir noch E-Mails von der Arbeit, der Chef ruft nochmal an, obwohl die Feierabend schon lange ist und ich muss eine Präsentation für morgen noch irgendwie im Kopf durchgehen, was ich da machen will oder was. Lauter diese Dinge verhindern, dass wir uns im Hier und Jetzt mit unseren Kindern beschäftigen. Und das führt zu einer Situation, die Kommunikation verhindert. Ja, also Kinder kommunizieren über das, was sie gerade erleben und Eltern kommunizieren das eigentlich gar nicht mehr, weil wir ja gar nicht mehr im Jetzt leben. Wir leben in der Zukunft, wir leben im oder sonst, aber nicht im Hier und Jetzt. Mhm. Ja. Also auch emotional wird wahrscheinlich dann nicht kommuniziert, was jetzt gerade ist, oder? Da setzen Eltern einfach Sachen voraus, die bei Kindern entwicklungspsychologisch noch gar nicht vorhanden sein können. Strategisches Denken nach vorne oder das sind alles Sachen, die man trainieren kann und die man trainieren muss, aber da muss man halt eine Anleitung mitgeben. Ja? Also wenn ich halt möchte, dass mein Kind irgendwann mal 2 Minuten aufs Essen warten kann, dann muss ich das halt auch dementsprechend anleiten, dass das mal passiert. Ja. Ja? Und das Schöne ist eigentlich, dass das bei sicher gebundenen Kindern tatsächlich automatisch passiert. Mhm. Ja, aber eben bei den anderen 50% passiert das nicht automatisch. Und wenn die solche Dinge halt nicht lernen, ziehe ich mir halt Egomanen. Ja, und ich kenne Kinder, die schmeißen sich bei jedem Klacks auf den Boden und schreien, auch wenn sie 16 sind. Das hat da eigentlich nichts mehr verloren. Das ist eine Strategie von unter 12 Monate alten. Ja. Okay, wow. Und die sind dann jetzt 16 Jahre alt, sind auch geistig 16 Jahre alt, aber emotional halt nicht. Mhm. Können nicht damit umgehen. Die können da einfach nicht mit umgehen. Und kann ich mir ungefähr ausrechnen, wo das gesellschaftlich hinführt. Mhm. Ja? Also die Gesellschaft interessiert das irgendwas nicht, das heißt, die werden weggesperrt. Und es führt natürlich dazu, dass also Kinder, die ständig nur damit beschäftigt sind, auf der Suche nach Sicherheit zu sein, was diese nun mal sind, die sind halt nicht damit beschäftigt, die Welt zu erforschen und sich Wissen anzueignen und sich weiterzuentwickeln, sondern die sind nur auf der Suche nach mütterlicher Liebe und Sicherheit. Also die Bindungstheorie besagt zum Beispiel, dass es ausgeschlossen ist, nach Emotionen, also so nach außen sich zu richten und die Emotionen zu suchen oder die Sicherheit zu suchen und gleichzeitig zu lernen. Das ist, schließt sich aus. Also wenn ich ein Sicherheitsbedürfnis habe, ich falle hin, stoße mir das Knie, dann ist Explorieren vorbei, so nennt man das. Also dann ist die Betrachtung der Welt vorbei, dann renne ich zu Mama und lass mir das Knie küssen oder was auch immer. Wenn das wieder erledigt ist, dann führe ich die Forschung in der Welt weiter. Mhm. So, und jetzt muss man sich vorstellen, diese Kinder kommen aus diesem dauerhaften Knieproblem nicht mehr raus. Ja, das heißt, die Erforschung der Welt ist vorbei. Und da bringt dir sämtliche Intelligenz, die sie normalerweise mitbringen, nichts mehr, weil die Motivation fehlt, sich irgendwohin zu richten und irgendwas zu erforschen. Das führt dann wiederum dazu, dass wir irgendwann keine Leute mehr haben. Also wir haben Ich kenne Schuldirektoren, die sagen, wir haben 80% unbeschulbare Kinder und das sind keine Spezialschulen oder so. Ganz normale Schulen. Ganz normale Regeleinrichtungen, 80% aus emotionalen Gründen eigentlich nicht beschulbar. Und es bleibt ja auch nichts hängen. Ja, also wenn die den ganzen Tag, ich habe neben Kindern gesessen, die kommen in die Schule und sagen, oh, jetzt dauert es 8 Stunden, dann sehe ich die Mama wieder. Nee, die 8 Stunden, das ist vergeudete Zeit. Da bleibt nichts hängen. Die warten 8 Stunden, bis sie die Mama wiedersehen. Und dann ist der Rest dazwischen, der ist einfach nicht mehr existent. Wahnsinn. Und die nehmen dann auch nichts auf in der Nein, Zeit wirklich? Nein, die nehmen gut wie nichts auf. Vielleicht können sie dir in einem Test, den sie schreiben, ich meine, ich bin kein Verfechter dieses Schulsystems, ja.
Trotzdem ist es natürlich irgendwie sinnvoll, sich zu bilden. Ja, klar. Ja? Ja. Aber der Punkt ist halt, man kann nicht gebildet werden, man muss sich selber bilden. Und wenn man diese Fähigkeit nicht mehr hat, das aufzunehmen aus Freude, aus Interesse, aus einfach Neugier. Kinder sind immer neugierig. Ja. Ja, also kindliche Bedürfnisse zu fassen, ist eigentlich relativ einfach. Das ist Wachstum, Geborgenheit und Schutz. Fertig, das war's. Mhm. Ja? Also unter Geborgenheit fasse ich mal Liebe und Wohlfühlen und ein bisschen körperliche Wärme und ja und Grundversorgungen natürlich. Ja. Aber dann kommt eigentlich schon Wachstum. Mhm. Ja, auf allen Ebenen, auf seelischer, auf emotionaler, auf materieller Ebene Wachstum. So. Und dieses Wachstumsbedürfnis wird bei Kindern dann unterbrochen. Mhm. Weil die Neugierde halt fehlt. Weil die Neugierde fehlt. Sicherheit im Vordergrund. Wenn ich eine Welt als nicht sicher empfinde, dann traue ich mich nicht vor die Tür. Ja. Ich habe Klienten, die sagen, ja, ich würde ja gerne zu ihnen kommen, aber der Weg, da habe ich so viel Angst. Mhm. Okay. Ja. Das ist schon krass. Ich kann denen auch erklären, woher das kommt, aber ich kann ihnen die Angst nicht nehmen. Ja, klar. Ja, das können sie durch eine Neuerfahrung machen. Mhm. Das heißt, es müsste etwas passieren, was vorher nicht passiert ist. Ja. Eine Erfahrung verschaffen in dem Moment. Ja. Was sind denn die Risikofaktoren für gesunde Bindungen? Gibt es da ganz klare Punkte? Risikofaktoren sind ganz klar, also Armut ist ein Risikofaktor, weil Armut dazu führt, dass existenzielle Ängste bestehen. Ängste sind der grundsätzliche Killer für alle Bindungen. Das gilt für Erwachsene wie für Kinder. Dann sind Risikofaktoren einfach nicht sichere Bindungen, also nicht verfügbare Eltern. Mhm. Dann sind Risikofaktoren für sowas äußere Einflüsse wie Kriege, wie Krisen, ganz klar. Ja, ja. So gesellschaftliche Themen. Gesellschaftliche Themen. Aber eben auch ganz klar diese existenziellen Ängste und sind ganz klar. Ja. Und das passiert ja, wenn man sich guckt, also es wird in der Schweiz wieder gesegnet wahrscheinlich, aber so ganz genau weiß ich das auch nicht. In Deutschland Zukunftsperspektiven für Eltern sind relativ schwach. Also keiner weiß, ob er in 10 Jahren noch einen Job hat. Keiner weiß, wovon er in 10 Jahren leben soll. Ob das alles so hält, ob das Häuschen abbezahlt werden kann, ob das. Das heißt, es sind lauter Faktoren, die dazu führen, dass wir eine Risikogesellschaft sind für Sicherheit. Mhm. Ja, und dass jedes davon, alles davon wird durch Kinder erspürt. Ja. Kinder sind Meister im Erspüren ihrer Umgebung. Ja, ja. Und wenn Mama ein existenzielles Problem hat, dann hat das Kind das auch. Genau, es übernimmt das eigentlich gleich. Es übernimmt das voll. Diese Emotionen. Ja. Mhm. Und Eltern versuchen das immer von ihren Kindern wegzuhalten. Das ist eine Illusion. Ja. Das wird nicht funktionieren. Die nehmen alles auf. Alles. Mhm. Weiteres Problem ist, dass es kein positives Feedback mehr gibt für Eltern. Das ist eigentlich eine der ganz großen Gefahren, dass sich Eltern dann als letztes über ihre eigenen Kinder definieren, sozusagen. Und das heißt, sie verschmelzen quasi mit dem Kind. Ja. Also die sprechen gar nicht mehr von Eltern und von Kind, sondern eigentlich sprechen die von ihrem rechten Arm als Körperteil. Also so muss man sich das vorstellen. Ganz gefährliche Entwicklung, weil das eigentlich den Kindern die Kindheit raubt. Ja. Ja, die sind nicht dazu da, uns mitzuteilen, dass wir tolle Eltern sind. Nee. Ganz im Gegenteil, wir sind dazu umgekehrt. Da, ihnen mitzuteilen, dass sie tolle Kinder sind. Ja. Aber das passiert nicht mehr und das passiert dadurch, dass wir gesellschaftlich dazu übergegangen sind, nur noch in Ängste und Druck zu leben. Jetzt hast du eine weitere menschliche Eigenschaft erwähnt. Die Ethik, das fand ich noch interessant. Was ist denn eigentlich Ethik? Ethik grob betrachtet ist jetzt erstmal die Grammatik des menschlichen Handelns. Also Ethik ist dasselbe wie die Grammatik für die Sprache, für das menschliche moralische Handeln. Ich brauche Ethik so lange nicht, bis ich nicht über einen Punkt stoße, wo ich sage, ich weiß nicht, warum ich hier an diesem Punkt so handle. Dann befrage ich quasi meine Ethik. Genauso beim Sprechen, das lerne ich einfach, das kann ich einfach. Irgendwann, wenn ich mir unsicher bin, muss ich mal in die Rechtschreibregeln gucken, wo das Komma gesetzt wird oder wie ein Wort geschrieben wird. Und genauso ist es bei einer Ethik. Ethik kann sich aber nur dann aufbauen, wenn ich in der Lage bin, meine Handlungen zu reflektieren.
Das heißt, möglichst viele Erfahrungen machen muss, um daraus auszuwählen, welche Handlung zu welchem Ergebnis geführt hat und für welche ich mich entscheide. Habe ich nur monotone Erfahrungen, produziert das quasi Fanatismus. Also wenn ich immer dieselben Erfahrungen mache, habe ich keinen Vergleichswert und dann bin ich fanatisch der Meinung, dass dieser Weg der richtige ist. Habe ich also möglichst große Erfahrungen oder möglichst vielfältige Erfahrungen, kann ich aus diesem Erfahrungsschatz meine eigene Ethik, es gibt nicht die Ethik, es gibt nur die eigene Betrachtung der moralischen Handlungsweise, es gibt natürlich gesellschaftliche Vorgaben, die aber meistens auch nicht wirklich in Frage stehen. Ja. Ja. Es gibt halt ethische Dilemmata. Mhm. Ein ethisches Dilemmata, Klassiker, ist das Trolley-Problem oder so. Das ist dann immer die Entscheidung zwischen, rette ich jetzt ein Leben oder rette ich 100? Ja? Ja. So, das sind ganz klassische ethische Dilemmata. Wer trifft die Entscheidung? Wer ist jetzt mehr wert? Mhm. Ja? Aber wie gesagt, wir müssen erstmal Erfahrungen machen. Und Erfahrungen sind zum Beispiel im Kleinkindalter heute relativ schwierig, weil die eigentlich vorgegeben werden, welche Erfahrungen wir machen. Ja, also wenn du da in die Kita gehst oder so, dann die dürfen sich nicht mehr prügeln. Jetzt werden viele sich aufregen und sagen, es ist doch gut, wenn die sich nicht prügeln und wehtun. In dem Alter, in dem das passiert, tun die sich noch nicht wirklich weh, lernen aber dadurch den Umgang untereinander. Und wir haben heute halt 16, 17, 18-Jährige, die ohne Schwierigkeiten irgendjemanden totprügeln, weil sie diese Erfahrung nie gemacht haben, was darf ich und was darf ich nicht. Mhm. Ja? Und das hat wirklich nichts damit zu tun, dass man da ein Gesetz auswendig lernt oder die Bibel auswendig lernt, wo lauter schöne moralische Handlungen beschrieben sind. Das bringt nichts, weil wir dadurch nicht lernen. Wir lernen durch Erfahrungen und durchs Tun. Und wenn ich das eben nicht mehr lernen darf, habe ich ein Problem. Interessanter Aspekt dabei bei Ethik ist zum Beispiel, dass das mit ganz vielen Bereichen korreliert, also auch mit sprachlichen Bereichen also im Prinzip geht es wirklich um Erfahrungen. Und dazu gehören zum Beispiel auch Geschmäcker oder Gerüche. Mhm. Ja? Wenn man sich heute eine Einheitsküche in der Kita anguckt, dann hat das mit verschiedenen Erfahrungen nichts mehr zu tun. Ja, sondern da wäre es dann gefragt, möglichst breit alles mal durchzuprobieren. Selbst das hat Einfluss auf unsere Ethik, die wir uns ausbilden. Wahnsinn, weil hätte ich die nicht gedacht. Hirnareale einfach so nah beieinander liegen. Okay. Und wir im Prinzip geht es nur darum, möglichst viele Entscheidungen treffen zu können. Das heißt, Ethik entsteht eigentlich dadurch, Erfahrungen zu machen und Entscheidungen zu treffen? Oder gehört da noch was anderes dazu? Also das ist schon mal der Hauptaspekt. Mhm. Es geht natürlich auch noch um die Fähigkeit, im Endeffekt diese dann zu bewerten. Mhm. Ja? Das ist aber eigentlich ein normaler Entwicklungsprozess. Mhm. Ja? Dabei gibt es Hilfe. Das heißt aber, also im Prinzip, wenn du das ganz genau wissen willst, Ethik entsteht hier oben im Mandelkern zuerst. Mhm. Der Mandelkern ist der älteste Teil des Gehirns, der heißt Flucht oder Angriff. Ja. So, das ist die Ethik von Dreijährigen. Mhm. Ja, also entweder ziehe ich mich zurück oder ich haue auf die Nase. So. Ja. Aus diesem entwickelt sich das langsam ins Frontalhirn. Im Frontalhirn kommen dann Emotionen dazu. Das heißt, die bewerten, da wird eine Situation verknüpft mit, wie habe ich mich dabei gefühlt. Und diese Verknüpfung, wie habe ich mich dabei gefühlt und was war dabei alles vorhanden, welche Gerüche waren dabei vorhanden. Und ja, das spielt alles miteinander zusammen. Daraus wird dann quasi nachher die Ethik gebildet im Frontalhirn. Das Frontalhirn ist das größte Mysterium der Hirnforscher, weil man tatsächlich nicht genau weiß, wie das da alles zusammenspielt. Ja. Mhm. Also weil eigentlich die Hirnareale gut aufgeteilt sind und im Frontalhirn passiert dann irgendwie die Verknüpfung all dieser Areale. Auch der Gefühle. Auch der Gefühle, die sind dann ein ganz großer Teil. Ist doch klar, wenn du dir, also ich weiß nicht, wie du was ethisch bewertest, ich weiß, wie ich das tue. Wenn ich mich dabei nicht wohlfühle bei einer Situation, dann ist es definitiv nichts, was ich mir wünsche. Mhm. Ja? Und also ich weiß, dass ich mich nicht dabei wohlfühle, wenn jemand anders blutet, weil ich ihn gerade gehauen habe. Mhm. So, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich will das nicht und dementsprechend kann ich das bewerten. Habe ich diese Bewertungsinstanz nicht, ist der Mensch ist zu allem fähig. Ja. Ja. Aber er ist halt eben auch fähig, wichtig ist zu unterscheiden, dass er fähig ist, eine Ethik auszubilden, sie aber nicht mitbringt. Okay. Ja? Ja. Also es gibt ganz interessante Fälle, auch und
wo dieses Areal zerstört ist. Was passiert da? Ja. Und das heißt, sie können das nicht mehr tun. Also sie können keine ethische Entscheidung. Die Menschen verändern sich von heute auf morgen und ihre früheren Handlungsweisen sprechen mit den heutigen Handlungsweisen nicht mehr überein. Die können dann auch diese Bewertungen einfach nicht mehr treffen. Und die verstehen dann auch nicht, warum sich irgendjemand darüber aufregt, wenn sie wie gehandelt haben. Mhm. Also das heißt, diese Fähigkeiten sind einfach nicht mehr da. Empathiefähigkeiten sind, das hängt alles schon ein bisschen miteinander zusammen. Das wollte ich gerade fragen, wie hängt das nämlich zusammen mit Ethik, Empathie? Empathie ist die Voraussetzung, um eine Ethik entwickeln zu können, weil wenn ich nicht fähig bin, empathisch mein Gegenüber wahrzunehmen oder wie meine Handlung auf ihn gewirkt hat, dann kann ich das nicht in mein Modell einbauen. Mhm. Auch das wieder Überforderung eigentlich nur möglich zu erleben und dann abzuwägen. Genau, das ist möglich, indem ich mit anderen interagiere, indem ich mit Eltern interagiere, mit Tieren, mit Bäumen, mit Pflanzen, mit anderen Kindern, all dem interagiere und die wahrnehme, dann habe ich ein möglichst komplexes Modell von Ethik. Das wäre wünschenswert. Das Ethik allein ist wertneutral. Die Frage ist, welche Schlüsse ziehst du daraus? Das ist natürlich richtig. Ja, also die Grammatik ist die Grammatik. Mhm. Die ist völlig wertneutral. Eine wichtige Qualität, die hast du bereits erwähnt, ist die Kreativität, welche ja von den Menschen oft falsch verstanden wird. Was versteht man eigentlich wirklich unter Kreativität? Unter Kreativität versteht man einen Prozess, eine Denkweise, die eine neue Schöpfung quasi hervorbringt. Ja? Also es kommt von kreieren, ja, von creare. Also es ist im Endeffekt etwas Neues entstehen lassen. Und das passiert, indem ich bei Kindern entsteht das, indem ich diesen Prozess würdige. Das heißt, indem ich ihnen nicht die Antwort vorgebe zum Beispiel, sondern indem ich eine Gegenfrage stelle oder indem die müssen denken. Mhm. Ja? Also faul eine Antwort akzeptieren ist das eine, abgesehen davon, dass bei kindlichen Fragen ich oft überfordert bin. Ja, das kenne ich auch. Weil ich die Antwort gar nicht wüsste. Ja. Und wenn ich mir dann da irgendeinen zusammenreime, das bringt es auch nicht. Nee. Ja. Aber, oder auch beim der Bertrand Stern, Bertrand heißt er doch, oder? Der Herr Stern. Ja, ich glaube, da ist Bertrand Stern. Das ist ein Pädagoge, Nicht André Stern? André Stern ist sein Sohn und dementsprechend aufgewachsen. Der hat Experimente gemacht, ganz viel mit Kindern. Der hat gesagt, mal mal was. Und die erste Frage war, was? Das ist mir völlig egal, du sollst was malen. Und dann standen Kinder 2-3 Stunden vor diesem leeren Blatt Papier und waren völlig damit überfordert, irgendwas zu malen, weil sie brauchen eine Vorgabe. Okay. Ja? Und das heißt, das ist aber ein neues Phänomen, oder? Also das war Stern, 70er, 60er, 80er. Ich weiß es gerade echt nicht. Mann, hat diese Schulen heute noch. Der nennt es dann Malschulen. Da geht es erstmal wirklich darum zu entfernen, dass du irgendeine Vorgabe benötigst, um einen Prozess auszulösen. Mhm. Ja? Also die Kreativitätsforschung hat offiziell, ob das so war, weiß ich nicht, weil ich bestimmte Dinge mit Sicherheit in Frage stelle, aber offiziell war der Sputnik-Schock der Auslöser für die Kreativitätsforschung in den USA. Sputnik-Schock, kurz erklärt, die Russen haben den Satelliten ins All geschossen und die Amerikaner fragen sich, warum können die das und wir nicht? Wir haben unsere genialsten Leute da dran, wir haben die Physiker, die Mathematiker, die können alle Formeln lösen, alles ist super. Was sie nicht konnten, war etwas völlig Neues kreieren. Ja, sie konnten also anwenden, aber nicht was Neues kreieren. Das war das große Problem. Die hatten natürlich fähige Mathematiker da, aber wenn ich halt nur Formeln anwenden kann und keine neu entwickeln kann, dann habe ich halt ein Problem, wenn ich ein neues Problem vor mir habe oder ein neues Ziel vor mir habe. Und das scheint bei den Russen etwas anders gewesen zu sein. Und dementsprechend haben sie sich angeguckt, wie entsteht Kreativität überhaupt. Und die größten Kreativitätskiller sind vorgegebene Antworten oder vorgegebene Strukturen. Weil ich dann eben nicht weiß, nicht selber auf die Lösung muss. Ich entwickle keine Strategie, etwas Eigenes zu produzieren, sondern ich warte nur darauf, dass mir jemand etwas sagt.
Ja. Deswegen hat das auch was mit Querdenken zu tun oder mit, ich lasse das nicht, ein kreativer Mensch lässt sich nicht steuern, weil der selber eine Lösung haben möchte und keine vorgefertigte annimmt. Stimmt. Kann sein, dass er die annimmt, wenn er sie für gut befunden hat, aber im Prinzip denkt er erstmal selber nach, wie das aus seiner Situation ist. Das wäre wünschenswert, ja, dass man das eigentlich macht. Oder normal irgendwo. Ist völlig normal, eigentlich, ja, ist doch klar. Und was fördert denn jetzt ganz konkret die Kreativität? Also eben Fragen stellen zum Beispiel, offen lassen. Gibt es sonst noch? Es gibt noch viele. Also Natur ist zum Beispiel der größte Kreativitätsförderer, weil die Möglichkeiten, also offene Räume, nicht vordefinierte Räume, nennen wir das so gerne. Ja, also eine Kita, wenn ich da reingehe, inzwischen, früher waren das mal andere Einrichtungen, dann ist da vorgefertigtes Spielzeug. Das kann nur auf eine Art und Weise benutzt werden. Das ist ziemlich langweilig. Deswegen haben auch Kinder meistens relativ viel Langeweile. Langeweile ist ein ganz toller Kreativitätsförderer allerdings, weil der dafür sorgt, dass sie irgendwann, also wenn sie nicht befriedigt wird, dass die sich irgendwann eine Beschäftigung suchen. Ja. Ja? Und darum geht es, dieses eigene Suchen. Was ganz förderlich ist, ist das Unterstützen des Prozesses, also die kurzen Ergebnisse, die kommen, was weiß ich, stellst du die Gegenfrage, wie glaubst du denn, dass es auf dem Mond aussieht? Und da kommen Antworten, die hältst du vielleicht für blödsinnig, aber du ehrst diesen Prozess. Ja? Also du gehst, das ist aber interessante Überlegung, das ist aber, also diesen Prozess zu fördern und nicht an dem Ergebnis interessiert zu sein. Das ist völlig egal, dass keiner von uns weiß, wie es da aussieht, außer er war da. Ansonsten weiß das keiner. Und dementsprechend ist die Antwort des Kindes genauso viel wert wie meine. Wahrscheinlich sogar noch wertvoller, weil ich ja beeinflusst bin durch irgendwelche komischen Satellitenbilder oder so, die ich gesehen habe. Ja. Also, das ist immer die Würdigung des Prozesses, darum geht es. Und deswegen ist die Natur so toll, weil die gibt kein vorgefertigtes Spielzeug. Also ein Stock kann alles Mögliche sein. Das sehe ich an meinen Kindern selber. Das kommt ja auch aus einem Kind raus. Dann sagt er, guck mal, der Traktor und hat halt einen Stock in der Hand. Ja. Also das der größte Killer ist, das ist ein Stock und kein Traktor. Ja. Also das, also das ist die dämlichste Elternantwort, die man geben kann, weil das dann alles vernichtet, was sich das Kind erschaffen hat in seiner Welt. Ja. Wir empfinden das meistens so als, das Kind lebt ja nicht in der Realität und das muss man hier ankommen und das muss man, nee, das muss alles gar nicht. Wir wollen ja, also ich sehe diese Welt nicht als absolut erstrebenswert an, sondern ich sehe sie als das an, was gerade passiert, nämlich, dass wir uns als Menschheit ausrotten und dann möchte ich ja genau das nicht. Also ich persönlich. Also muss ich mit meinem Kind anders umgehen. Dann muss ich eben diese Eigenschaften, die Menschen haben müssen, verstehen, wie sie entstehen, sich im Einzelnen angucken und dann gucken, wie kann ich die am besten fördern, dass wir eine Chance haben, anders zu werden, zu entwickeln als Menschheit. Also das ist dieses typische Suchen im Außen. Ja? Also alle regen sich jetzt im Netz auf über 5G und über... Ach, was weiß ich noch alles, was man sich über alles aufregen kann, das hat auch bestimmt seine Berechtigung. Ja, ich finde die Harpanlagen jetzt vielleicht auch nicht toll, aber diese ganz entscheidenden kleinen Dinge, die vergessen wir so sehr darüber, weil wir uns über so viele Sachen aufregen. Aber wir haben es ja als Eltern gerade in der Hand, wie sich unsere Kinder entwickeln. Ja. Ja, und das ist dann halt Selbstermächtigung der Elternschaft, nenne ich das mal. Das ist das Wichtigste eigentlich überhaupt, oder? Weil das ist unsere Zukunft. Ist unsere Zukunft, aber es gab halt ganz viele Bewegungen, die dagegen gesprochen haben. Ja? Also es gibt so viele Erziehungsformen, bedürfnisorientiert ist gerade ganz weit vorne. Bedürfnisorientiert heißt, ich müsste aber erstmal die Bedürfnisse von Kindern kennen. Und wenn ich diese Diskussionen verfolge und dann werden Fragen gestellt, wie welches Bedürfnis steckt hinter der Fernsehsucht meines Kindes? Nee, gar keins. Es steckt einfach gar kein Bedürfnis dahinter, weil das kein Grundbedürfnis ist von Kindern. Ja? Es gibt kein Grundbedürfnis, das Fernsehgucken heißt. Gibt es einfach nicht. Und dann unterhält man sich über Sachen, die einfach blödsinnig sind. Und dann gibt es diese Diskussion weitergeführt. Bedürfnisorientiert heißt auch, die Bedürfnisse der Eltern wahrnehmen. Das ist zum Teil richtig, aber in den ersten 3 Jahren haben die keine Bedürfnisse zu haben. Fertig, da geht es nur um die der Kinder. Ja. Und ich mache diesen Prozess selber durch.
Ja, deshalb ist es so wichtig, auch hart zu überlegen, möchte ich ein Kind oder nicht? Oder wie mache ich das jetzt? Ich brauche ja die Zeit nicht darauf. Das gibt es ja auch nicht mehr. Also die Hebammen sterben aus. Die Großeltern heißen heute Omas und Opas, aber Großeltern, also Großmama war ein Ehrentitel für mich. Ja? Mhm. Omas und Opas finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber das ist nicht mehr die Instanz Großmama, die der Tochter noch beibringt, was es heißt, ein Kind zu kriegen. Mhm. Ja, oder dass diese Kommunikation findet. Selbst da ist ja die Entfremdung schon stattgefunden. Stimmt. Ja. Großfamilien sind ein ganz super, Großfamilien in der Natur wäre das absolut Nonplusultra für eine Kindererziehung. Mhm. Aber wir machen ja gerade die gegensätzliche Bewegung. Wir trennen alles ab. Wir trennen alles ab und gehen in die Verstädterung und in die Anonymität und ja, alles das hilft, Kinder nicht zu fördern. Was glaubst du denn, ist die wichtigste Fähigkeit, die Menschen erlernen müssen, um glücklich zu werden? Die Wahrnehmung von Glück, und das heißt, eine gewisse Kontrolle über seine Emotionen zu haben, Emotionen benennen zu können. Dabei kann man Kinder unterstützen. Also wenn mein Kind wütend ist, dann frage ich ihn, bist du gerade wütend? Was ist denn das? Wie fühlt sich das an? Das heißt, sie lernen ihre Emotionen kennen und das heißt, sie lernen sie auch zu unterscheiden. Es gibt ein seltenes Phänomen bei bindungsgestörten Kindern, also bei wirklich bindungsgestörten Kindern, dass die Hunger und Durst zum Beispiel noch nicht mehr auseinanderhalten können. Das heißt, die essen und essen und essen und eigentlich haben sie Durst. Okay. Ja, gehen in die Breite und in die Dicke, aber eigentlich haben sie nur Durst. Mhm. Können das aber nicht mehr unterscheiden. Und diese Unterscheidung auch die Kontrolle der eigenen Emotionen, wir hatten das vorhin schon kurz angerissen, führt halt auch dazu, dass ich meine Ziele erreichen kann. Menschen, die das nicht können, können ihre Ziele nicht erreichen oder werden immer noch unglücklicher. Grübeln zum Beispiel ist ein weit verbreitetes Phänomen als Strategie zum Umgang mit Emotionen. Warum hat der mich gerade Arschloch genannt? Ist erstens mal unwichtig und zweitens, wenn ich mir das jetzt eine ganze Nacht deswegen nicht schlafen kann, dann habe ich mich ungefähr 500 Mal Arschloch genannt. Stimmt, ja. Ja, im Geiste. Ja. Und das heißt, das ist keine förderliche Strategie. Eine Neubewertung der Situation wäre eine förderliche Strategie, zu sagen, okay, was kann ich jetzt daran anders machen? Oder ist mir das überhaupt was wert? Was hat mir das gesagt? Aber nicht mich 500 Mal Arschloch nennen. Das macht einfach keinen Sinn. Oder was löst das überhaupt in mir aus? Genau. Wie gehe ich damit um? Oder? Also der Psyche ist das völlig egal, ob der das tut oder ich das tue. Mhm. Ja, das stimmt. Der ist das völlig egal. Und das muss man sich halt vor Augen führen, dass gerade dieser Umgang mit Emotionen Widerständigkeit erleben. Ja? Also wie gehe ich mit einem Widerstand um? Alles das wird heute wenig trainiert. Also da sind wir wieder bei der Natur. Die macht das automatisch. Der Natur ist das völlig egal, ob der Wind jetzt diesen Stein darunter bläst, den ich da gerade hingelegt habe oder nicht, oder das Blatt oder was auch immer Kinder sich da in der Natur bauen. Damit müssen die fertig werden. Das heißt, auch da wäre es förderlich für diese Entwicklung, absolut, oder? Die emotionale. Computerspiele sind das Gegenteil. Mhm. Also die sind darauf ausgelegt zu funktionieren. Da ist kein Widerstand drin. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Okay, aber im Endeffekt irgendwann funktioniert jedes Spiel, wenn ich nur genug Zeit rein investiere. In der Natur ist das egal. Da gibt es Naturgesetze und die richten sich nicht daran, wie viel Zeit ich daran existiere. Wenn ich den Stein 100 Mal dahin lege und er fällt runter, dann wird er das auch beim 101. Mal machen. Mhm. Ja? Und das ist halt die Frage, stehe ich wieder auf und probiere es anders? Also nehme ich einen Prozess wahr, nehme ich eine Entwicklung wahr oder eben nicht? Und wir brauchen nur mal in deutsche Schulen zu gehen oder in Kindergärten. Dieser Prozess findet nicht mehr statt. Dann wird sich dann auf den Boden geschmissen oder da wird dann laut rumgeschrien oder man ist beleidigt. Aber eine Strategie zur Bewältigung der eigentlichen Krise hat man nicht in der Hand. Wie gehen dann Pädagogen eigentlich mit diesen Situationen um? Pädagogen werden da eigentlich nicht drauf geschult. Aha. Okay. Spannend. Also es gibt natürlich Leute, die sich damit beschäftigen, klar. Die würden sagen, neu bewerten, also hilf mal deinem Kind zu sehen, was war das jetzt gerade gut. Oder es gibt erstmal einfachere Strategien. Mhm. Also erstmal muss ich ja lernen, mit dieser Emotion klarzukommen. Da geht es jetzt erstmal um Grundemotionen. Und jetzt betrachten wir uns mal nicht die tollen, weil die ist meistens relativ einfach mit umzugehen. Manchmal auch nicht. Es gibt auch glückliche Momente, die einen erschlagen. Aber ich sag jetzt mal, diese ängstlichen oder die negativen Sachen sind dann doch für uns meistens schlimmer.
Und wenn ich mir dann halt betrachte, wie als meinem Sohn zum Beispiel, gebe ich mit an die Hand erstmal atmen. Atmen ist erstmal eine grundsätzliche gute Angelegenheit, diese Emotionen runterzufahren und zu kontrollieren. Und wenn er das in dem Moment nicht kann, dann nehme ich ihn in den Arm und sage atmen. Dann weiß der schon, was er zu tun hat inzwischen. Das muss ich ihm natürlich vormachen, aber das meine ich ja, wir müssen ihm Strategien zeigen. Oder wenn es gar nicht mehr hilft und ich sage, da muss er jetzt was kaputt machen, weil der da irgendwo hat sich irgendwo dran gestoßen, naja, dann muss man das Ding halt einmal kurz durch die Gegend schmeißen. Ist erstmal keine sonderlich super Strategie, aber ist aber erst 3 Jahre alt, der hat ja Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Ja. Ja. Also, aber man muss ihm ja irgendwas mitgeben, wie man mit dem, was er da erlebt, umgeht. Wenn man den damit alleine lässt, ist passiert im Dritten Reich. Ist eine ganz tolle Methode, Kinder zu dem zu machen, was man gerade braucht. Und wenn man Soldaten braucht, dann lässt man die erstmal mit ihren Emotionen alleine, weil dann lernen die nicht damit umzugehen und sind sauer auf alles und prügeln auch alles nieder. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe gerade heute gehört, dass dieses kennst du dieses, weil diese Strategie, die Kinder dann schreien zu lassen, gehört das auch da dazu? Genau, das ist ja jetzt gerade wieder Trend, oder? Das ist eine Erfindung der Nazis. Also die haben das, gibt es ein Buch, ich krieg's nicht mehr, also für horrende Summen, so viel ist es mir nicht wert, heißt Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und darin wird genau das beschrieben, wurde halt extra rausgegeben dafür, damit die deutsche Mutter weiß, wie man mit ihrem ersten Kind umgeht und da steht dann drin, schreien lassen. Und das Schlimme ist, in Deutschland ist dieses Buch quasi in abgemilderter Form noch erhalten. Das ging nämlich dann in die 60er, 70er Jahren in die offizielle Erzieherausbildung hinein. Mit solchen Begründungen wie, das stärkt die Lungen, so ein Schwachsinn habe ich noch nicht gesehen. Das muss man sich einfach mal reinziehen, was da draus gemacht wird. Okay. Ja? Und jetzt stell dir halt nur kurz vor, wie du dich fühlst, wenn du mit einer Emotion überhaupt nicht klarkommst und dann kommt jemand vorbei und sagt, ich lass dich mal liegen, weil es ist gut für dich. Es stärkt deine Lungen. Also das heißt, irgendwann geht das in Ohnmacht über, wenn man Kinder schreien lässt. Okay. Und das geht dann sogar in den traumatischen Bereich. Die werden dann traumatisiert in dem Moment und spalten sich vielleicht irgendwie intern ab. Man lernt halt auch, also die hören dann irgendwann auf. Das ist tatsächlich so. Aber warum hören sie auf? Ja. Nicht, weil sie verstanden haben, wie sie mit ihrer Emotion umgehen, sondern weil sie aufgeben und sagen, okay, mir hilft eh keiner. Mhm. Und das heißt, ich habe meine erste Ohnmachtserfahrung. Ich kann mit meinem Ausdruck nichts erreichen. Mhm. Ja, das sind, so werden Menschen programmiert. Ja. Ich kann nichts erreichen mit jeder Äußerung, die ich tue. Es nimmt keiner wahr. Grausam. Wie entstehen denn eigentlich Emotionen? Weiß man das? Nee, also für Wissen kann man da nicht sprechen. Gibt es Theorien? Ja, es gibt Theorien dazu, aber ich persönlich würde jetzt sagen, das sind einfach mal geballte Informationen. Also wenn du dir anguckst, was ist eine Emotion, was löst die in dir aus? Wenn du Angst hast, hast du so viele Informationen bekommen, dass du auf jeden Fall mal innehältst und dir die Situation neu anguckst, ob das, was du da tust, gerade richtig ist. Das wäre eine natürliche Angst, wäre, ich gehe auf einen Abgrund zu und dann sagt mir irgendwann, stopp, geh mal hier nicht weiter. Hätte ich diese Angst nicht, würde ich halt gerade weitergehen und wäre halt tot. So. Also das sind schon natürliche, es dauert aber einfach zu lange, mir das im Prozess zu überlegen. Also deswegen, Emotionen sind sehr viel schneller als alles andere. Mhm. Also ich meine, versuch mal auf Papier zu bringen, was dir die Emotion Liebe alles so sagt. Ja, dann bist du ja wahrscheinlich jahrelang, wie alle Philosophen der Welt, irgendwie damit beschäftigt, das aufzuschreiben. Aber du weißt ziemlich genau, wie sich das anfühlt. So, und dementsprechend sind Emotionen einfach sehr geballte, wahnsinnig schnell verfügbare Informationen, die wir Gott sei Dank haben dürfen. Und wie können wir denn den Umgang mit Emotionen lernen? Dafür gibt es Strategien. Also dafür gibt es, erstmal muss man, wenn man es wirklich nicht mehr kann, müsste man erstmal herausfinden, es gibt Menschen, die machen das im Kopf, es gibt Menschen, die machen das im Bauch. Also es gibt verschiedene Typen, die sich Strategien zusammenlegen. Jeder ist da ein bisschen anders, wie man Emotionen verarbeitet. Und dann geht es tatsächlich erstmal darum, sein Wertesystem, das man hat, ein bisschen zu betrachten. Und eine Neubewertung hervorzuführen. Also Neubewertungen sind das absolut Beste, um emotional
sich eine Strategie zurechtzulegen, wie man damit klarkommt. Neubewertung heißt, was bringt mir das Gutes? Oder okay. Was? Also der Klassiker ist der Tod der Mama oder der Tod der Oma oder was auch immer, wem auch immer. Wenn ich jetzt sage, eine Neubewertung, was ist daran gut, dann sagt mir immer jeder, was ist an einem Tod gut, das kann nicht sein. Den Tod zu betrauern ist okay, aber es ist eigentlich eine völlig egoistische Angelegenheit, weil man könnte ja auch sagen, also wenn jemand stirbt aus natürlichen Gründen, ist es heutzutage meistens irgendeine Krankheit, irgendeine Altersschwäche, irgendwie mit Schmerzen verbunden oder irgendwas, dann könnte ich mich ja auch für denjenigen freuen, dass es nun mal irgendwie jetzt seinen Übergang geschafft hat und sich neu orientieren kann. Das ist eigentlich ein Grund zur Freude und nicht unbedingt ein Grund, jetzt, weil der nicht mehr für mich verfügbar ist, in Trauer zu verfallen. Ja. Ja, da, also selbst solche Situationen kann man neu bewerten. Und schon das habe eigentlich ich einen neuen Standpunkt einnehmen. Genau, dazu, oder? So habe ich eine Emotion bewältigt, indem ich mich für jemanden freuen kann, anstatt um ihn zu trauern. Mhm. Und das sind halt Neubewertungen, da gibt es jetzt keine endgültige Antwort. Ja? Also ich gebe Seminare für sowas, da kann man das lernen. Ja. Aber das gilt immer für jede Situation einzeln, das muss man trainieren. Mhm. Außer man hat es als Kind gelernt, dann hat man es meistens ziemlich einfach. Dann muss man es nicht mehr lernen, ja. Das gilt für alle Sachen, die wir im Nachhinein irgendwann lernen wollen. Die ersten 3 Jahre, die ersten 6 Jahre sind super. Da funktioniert das alles automatisch. Nur wenn ich es jetzt mit 40 machen möchte, ist es echt schwieriger. Aber es ist möglich. Möglich ist es immer. Also wir haben ein plastisches Gehirn. Menschen zeichnet das aus, Tiere haben das nicht. Plastisches Gehirn heißt, wir können jederzeit alles ändern. Mhm. Alles. Also wir können alle Verknüpfungen abbauen und woanders wieder aufbauen. Durch neue Erfahrungen. Es geht aber eben nur durch Erfahrungen. Ja, genau. Das macht es tatsächlich im Bindungsbereich relativ schwierig, weil diese grundsätzliche mütterliche Liebe, die kann ich sehr schwierig ersetzen. Also eigentlich nicht, aber ich kann natürlich diese Verunsicherungen, die daraus entstanden sind, durch neue Erfahrungen, dass es gar nicht so schlimm war, auslöschen. Ja, dadurch wird zwar dieses grundsätzliche Urvertrauen herzustellen, ist fast unmöglich, aber es ist möglich, besser mit der Welt klarzukommen und neugieriger zu werden, weil man feststellt, es ist gar nicht so gefährlich. Dazu braucht man aber in einem gewissen Alter wahrscheinlich Anleitungen. Ja. Also Menschen, die das selber können, ab 16 sind mir nicht bekannt. Na gut, gibt es so tolle Begleiter. Weiß ich nicht, aber es gibt eine Menge davon, aber das muss man halt auch annehmen können. Ja, klar, das stimmt. Jetzt, wieso hat das, alles, was du uns jetzt erklärt hast, diese ganzen Infos, ist ja eigentlich vieles von dem höre ich das erste Mal. Wieso hat das bisher noch niemand auf den Tisch gebracht? Was glaubst du, gibt es eine Strategie? Was steckt da dahinter? Also ich habe es vorhin kurz erwähnt, also in den 30er Jahren wurde das bewusst gesteuert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Wissen darum verloren gegangen ist. Also ich habe das schon während des Studiums festgestellt, also oder während der Arbeit in der Jugendhilfe. Ich weiß ziemlich genau, wie man ein Kind repariert. Das heißt aber auch, ich habe das sämtliche Wissen, wie ich es zerstöre. Das geht sogar viel schneller. Und also ich kann mir jetzt persönlich nicht vorstellen, dass ich jetzt so viel über Pädagogik gelernt habe, dass die ganzen Berater von Regierungen, von Familienministerien oder ganz hochbezahlte Leute das nicht wissen. Dementsprechend müsste ich natürlich irgendwie fast unterstellen, da steckt eine Strategie dahinter. Ja. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, also es gibt Aussagen zum Beispiel zu einer Befreiung der Frau, ja, die sind eigentlich ganz glücklich darüber. Jetzt haben sie nämlich 2 Steuerzahler und die Kinder kommen früher in die Betreuung. Das heißt, sie können nach ihren Gebilden geformt werden. Ob das alles so ist und Realität ist, entzieht sich jetzt wirklich meiner Kenntnis. Da bin ich nicht tief genug in irgendwelchen Kreisen drin. Ich kann nur darauf aufmerksam machen, dass es fast unmöglich ist, dass es kein gewollter Schritt ist. Weil jeder vernünftige Berater einer politischen Entscheidung müsste sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Wir rotten uns als Menschheit aus, wenn das so weitergeht. Wir wissen das ja alle. Und die ganzen Hilfesysteme sind darauf ausgelegt, dass sie gar keine Hilfe leisten können. Es ist einfach nicht gewollt und nicht möglich. Also Pädagogen, die daran arbeiten, werden gestoppt.
Lehrer werden gestoppt, einfach durch den Faktor Geld und Zeit. Du kriegst eine bestimmte Zeit, das darf einen bestimmten Betrag kosten und in der Zeit darfst du halt arbeiten. Ob das jetzt irgendeinen Sinn ergibt oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Man kann nachher sagen, wir haben ja was gemacht und dementsprechend, wir haben auch ein Hilfeangebot gegeben, ja. Und, aber es ist einfach keine wirkliche Hilfe, das weiß man. Mhm. Abgesehen davon zweifle ich das Hilfesystem insofern an, dass man zum Beispiel ja nicht mit der Ursache des Problems arbeitet, sondern nur mit dem Symptom. Mhm. Also die mit den Eltern wird ja der Kinder- und Jugendpsychiater, ich kenne einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, einen Psychiater, der mit den Eltern arbeitet. Einen. Ich habe gedacht, das ist normal, dass man die mit einbezieht. Nein, die werden vielleicht alle 8 Stunden mal eine Stunde die Eltern mit einbezogen, aber die ganze Zeit doktor ich ja nicht an der eigentlichen Ursache rum. Das Kind ändert sich sofort, wenn die Eltern sich ändern. Sofort, das geschieht sofort. Eben, und genau so Dinge weiß man ja eigentlich. Genau, aber wir haben halt eine Therapeutenflut und die müssen ja auch alle beschäftigt werden. Und wenn die jetzt alle mit den Eltern arbeiten würden, dann wären die Probleme ja nicht mehr da. Mhm. Und dementsprechend, also das ist ja wunderbares Therapieren. Ja? Mhm. Also ich tue etwas, das keinen Sinn auf Erfolg hat. Das heißt, ich tue das auf lange Zeit und ich erwarte gar keinen, dass ich Erfolg habe. Also was Besseres gibt es nicht. Und wir haben wirklich, du kannst dir die Zahlen angucken, kann man bestimmt recherchieren, dass man sagt, okay, wir haben einen gewissen Anstieg an Therapeuten und wir haben witzigerweise auch einen genauso Anstieg an Diagnosen. Mhm. Ja? Also sind unsere Kinder jetzt kränker als vorher oder liegt die Ursache woanders? Das ist halt die Frage. Ja. Aber gibt es immer mehr so Therapeuten wie du, die das sehen? Ich bin kein Therapeut. Also, ja. Nicht Therapeut, ja. Sozialpädagoge, die das sehen und auch ansprechen, angehen oder... Also sehen tun auch viele Lehrer, dass sie nicht mehr beschulbare Kinder haben. Die Frage ist, welche Konsequenzen ziehen sie daraus? Ich habe daraus die Konsequenz gezogen, ich kann das nicht mehr machen. Ja. Ich kann da nicht mehr arbeiten, weil das ist, ich kann eher darauf aufmerksam machen, dass da irgendwas nicht ganz stimmig ist. Das widerspricht deiner Ethik. Aber es widerspricht meiner Ethik, das weiterhin zu tun. Das musste ich ja auch erstmal verstehen. Aber wenn du da lang genug arbeitest, kannst du zu keinem anderen Schluss kommen. Ich weiß, dass viele zu dem Schluss kommen, aber dann kommen ja wieder die ganzen existenziellen Ängste, dann kommt ja wieder das, dann kommt ja wieder das. Und dementsprechend greift dieses System schon sehr gut. Mhm. Abgesehen davon müsstest du ja Eltern erzählen, dass sie die Ursache des Problems sind und dann hören die dir eigentlich schon nicht mehr zu, weil das wollen sie ja gar nicht hören. Mhm. Also wer will schon hören, dass er die Ursache dafür ist, dass sein Kind in der Schule nicht klarkommt? Selbst derjenige, der das mitmacht, müsste so viel verändern, das ist einfach ein Prozess, den du da auslöst. Mhm. Ich kann doch nicht einer alleinerziehenden Mutter sagen, naja, dann musst du halt dir eine größere Wohnung nehmen oder musst dir halt schön in den Wald ziehen, musst dich aus der Fremdbetreuung verabschieden. Gott, die muss leben. Mhm. Ja? Also ich kann dieses Problem für sie nicht lösen. Ich kann ihr nur sagen, was wäre gut. Ja, aber den Weg dahin, den muss sie irgendwie alleine gehen. Da kann man natürlich begleiten, aber den muss sie gehen. Und wenn man da halt über tausende Ängste stolpert, dann hat das System gegriffen. Deswegen das kinderfressende System. Selbst wenn du die Informationen hast, kommst du da kaum raus aus der Nummer. Wer kann sich hier aus dem Kapitalismus verabschieden? Also können tun das eigentlich alle, nur wenige tun es. Genau, wenn man wollte. Ja, ne? Wenn man wollte, könnte man auch ganze Revolutionen anzetteln. Aber irgendwie findet das ja alles nicht statt. Aber was empfiehlst du den Eltern, wenn sie das umdrehen wollen, wenn sie da aussteigen wollen aus diesem Kreislauf? Was ich empfehle, meine Empfehlung wäre erstmal bewusste Zeugung, also erstmal vorher mit dem Prozess auseinandersetzen, was das alles bedeutet. Ich empfehle erstmal die eigenen Muster aufzulösen. Das heißt, alle diese Glaubenssätze, die ich in meiner Kindheit hatte, also die oft ist ja die Begründung, warum gehst du so mit deinem Kind um? Naja, es hat mir auch nicht geschadet. Das sind ein kleiner Klaps, hat noch niemandem geschadet. Mhm. Oder diese ganzen Glaubenssätze, die da so existieren, mal zu hinterfragen. Ja, ich kann jetzt auch nicht sagen, ob alle davon irgendwie falsch sind, aber die Diskussion in sich mal zu erlauben und überhaupt klar zu werden, dass man all diese Muster weitergibt. Ja. Ja? Und der Klassiker ist ja, ich hatte keine schöne Kindheit, mein schönes Kind soll es besser haben und dementsprechend verwöhne ich das jetzt so dermaßen, beziehungsweise also verwöhnen ist das falsche Wort in dem Falle, sondern ich gestatte ihm nicht, sich an mir zu entwickeln, weil ich es einfach laufen lasse. So.
dann hast du das nächste Problem. Also dann hast du zwar ein Problem ausgeschaltet, aber 30 neue eröffnet. Super. Ja, und diese ganzen Systeme, sich dieses damit mal bewusst auseinanderzusetzen, fände ich schon definitiv empfehlenswert. Also und das Selbstbemächtigen, also ich würde mein Kind heute, wenn ich es verhindern kann, manches kann ich auch nicht verhindern, wir haben eine Schulpflicht, da kann ich jetzt auch nicht durch. Habt ihr Schulpflicht? Wir haben Schulpflicht, ja. Mhm. Aber ich habe einen Einfluss darauf, welche Schule ich wähle. Mhm. Oder ich habe sogar die Möglichkeit, durch eine Elterninitiative eine eigene Schule zu gründen. Die Frage ist, wie viel Aufwand will ich betreiben? Also wie klar muss es mir sein, was mit meinem Kind geschieht? Ja? Und ich hoffe halt zum Beispiel, dass manche Mütter dann so viel Beschützerinstinkt entwickeln, die können schon ganz schön was bewegen. So ist das nicht. Also wir haben eine ganz tolle Reformschule gefunden. Da melde ich mein Kind jetzt an, weil es in 3 Jahren dann irgendwie mal eine Chance auf einen Platz hat vielleicht, weil die einfach überlaufen werden. Aber das sind einfach ganz, das ist wirklich eine super Schule, die aber aus einer Elterninitiative entstanden ist. Das ist aber ein gutes Zeichen, wenn die so beliebt sind. Ja, das geht, alles geht. Man muss sich halt nur selber ermächtigen, das zu tun. Also mein Kind geht nicht in den Kindergarten, aber es will trotzdem soziale Kontakte, also muss ich mich halt ermächtigen und darum kümmern, wie das geht. Also haben wir eine Waldspielgruppe aufgemacht oder versuchen das wenigstens und vielleicht können wir daraus einen Waldkindergarten gründen oder, der irgendwie nach anderen Vorstellungen funktioniert. Aber ich muss mich ermächtigen, das wieder in meine eigenen Hände. Es ist meine Verantwortung. Verantwortungsübernahme eigentlich. Artikel 6 Grundgesetz Bundesrepublik Deutschland heißt, die Erziehung obliegt zuvörderst den Eltern. Mhm. Das ist heute nicht mehr der Fall, sondern zuvörderst, wie dieses schöne alte Wort heißt, ist im Moment der Staat verantwortlich oder die Eltern geben gerne diese Verantwortung ab. Ja, ja. Das bequemer ist. Und das ist, das absolut kontraproduktivste, was wir machen können. Mhm. Warum empfiehlst du eigentlich keine Erziehungsratgeber zu konsultieren? Weil Erziehungsratgeber nicht geschrieben werden können im Endeffekt. Also es gibt fast nichts Erfolgreicheres in Deutschland, vielleicht noch Krimis oder so, als Büchern, als Erziehungsratgeber. Ganze Verlage haben das natürlich begriffen, die ganz großen, und die stellen dann extra Autoren ein, die möglichst viele Erziehungsratgeber schreiben, die sich alle auch noch widersprechen. Also nicht alle, aber viele. Und die Frage ist ja, was erreiche ich damit? Also ich erreiche damit als Eltern, dass ich mich unwohl fühle, weil ich irgendwie nichts von dem, was da drin steht, irgendwie umsetzen kann. Okay. Das funktioniert ja meistens nicht. Es funktioniert deswegen nicht, weil jeder Mensch individuell ist und jedes hat ein anderes Temperament, jeder hat eine andere Entwicklung, jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Und dementsprechend kann ich nicht, wenn ich ein Problem habe in einem Buch, die Lösung finden von jemandem, der mein Kind überhaupt nicht kennt. Mhm. So. Das Einzige, was das in mir produziert, sind Ängste oder sind Unsicherheiten. Und jede Unsicherheit ist, da verschenke ich meine intuitive Elternschaft. Mhm. Das heißt, ich höre ja gar nicht mehr auf. Ich bin der beste Ratgeber für mein Kind, weil ich es am besten kenne. Du kennst es am besten, ja. Und dementsprechend, wenn ich auf mich nicht mehr hören kann, sondern auf andere höre, verschenke ich diesen ganz wertvollen Vorteil. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Also ich halte das für sehr, sehr gefährlich. Es gibt bestimmt auch mal einen guten Tipp da drin. Das möchte ich überhaupt gar nicht abwerten. Mhm. Ja. Aber eigentlich ist es meine Verantwortung, sich mit dem, was da passiert, auseinanderzusetzen. Also der große Unterschied zwischen mir und Erziehungsratgebern ist, dass ich Informationen an die Hand gebe, wie man etwas fördert. Aber ich gebe keine Tipps für eine konkrete Situation, wenn er das und das tut, musst du so und so handeln. Das meine ich nicht. Sondern ich fördere ein Verständnis, wie entsteht eine bestimmte Eigenschaft in einem Kind oder wie entsteht eine bestimmte Verhaltensweise. Mhm. Aber ich sage dir nicht, was du zu tun hast. Sondern du bist derjenige, der sich ermächtigen muss, das irgendwie in sein Modell einzubauen. Das ist ja auch hilfreich für die Eltern, dann müssen sie ja selber wieder Kinder intuitiv. Kinder erziehen heißt sich selber erziehen. Ja, das ist schon immer so gewesen und wird nie anders sein. Mhm. Jetzt bietest du ja Elterncoachings an, habe ich gesehen. Gibt es gewisse Voraussetzungen, die Eltern mitbringen müssen, um so ein Coaching in Anspruch zu nehmen bei dir? Oder kann sich da jeder melden, der ein Thema hat? Da kann sich gerne jeder melden, aber natürlich sollte eine gewisse Kritikfähigkeit vorhanden sein, weil ansonsten gehen sie gleich wieder. Und, das ist richtig, ja. Also wir haben das Programm auch ein bisschen erweitert. Wir machen jetzt auch Seminare zu solchen Themen, wo man halt selber lernen kann, seine Modelle nochmal zu hinterfragen oder emotionale Strategien zu entwickeln, damit auch klarzukommen. Also das quasi an seine Kinder weiterzutragen,
ist unproblematisch. Nur wenn man es ja aber selber bei sich nicht machen kann, also emotional unverfügbare Eltern können seinem Kind ihrem Kind nicht beibringen, emotionale Strategien zu entwickeln. Mhm. Und das müssten wir dann quasi zuerst bearbeiten, weil das ist die Ursache. Ja, und ich, wie gesagt, ich kenne diesen einen Kinderpsychiater, der ähnlich arbeitet und der sitzt halt da und sagt, ihr Kind ist völlig normal entwickelt, aber Sie sind eine Katastrophe. Und dann stehen viele Eltern auf und gehen. Ja. Das ist ihm nur völlig egal, weil er 5 Bestseller geschrieben hat und die Praxis voll ist. Mhm. Jedem anderen Therapeuten wäre das nicht egal, weil die kommen ja nicht wieder und das heißt, er kann nichts abrechnen. Mhm. Ja, aber das wäre doch mal eine grundehrliche Vorgehensweise eines Therapeuten, zu sagen, okay, wenn Sie da, ich erkläre Ihnen, wie das Problem ist, und wenn Sie nicht bereit sind, das zu lösen, kann ich Ihnen nicht helfen, dann können Sie gehen. Genau. Das scheint zu funktionieren bei ihm, oder? Ja, bei ihm funktioniert es. Ich hoffe, bei mir funktioniert es auch, aber ich weiß es ja. Aber das ist natürlich schon eine grundsätzliche Fähigkeit, die man mitbringen muss. Mhm. Ja, wenn man das Problem nicht sehen will, bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, das ist noch wichtig zu wissen, finde ich, die Punkte. Jetzt bist du ja auch selber Vater. Was ist denn das Wichtigste, was du deinen Kindern mit auf den Weg geben möchtest? Gibt es da so etwas, was heraussticht? Eigene Entscheidungen zu treffen, finde ich, ist das Wichtigste, was sie und ich da. Also ich habe überlegt, ob ich mal an einem Buch arbeite, das Aushalten der eigenen Erziehungsvorstellungen, weil das ist gar nicht so einfach, das weiß ich selber. Ja, also auch ich habe gewisse Ängste um meine Kinder, die blödsinnig sind. Und ich hoffe halt, dass ich ihnen ermöglichen kann, dass sie trotz meiner Ängste und meiner Fehler sich gescheit entwickeln können und eigene Entscheidungen treffen dürfen. Das kann ich ihnen aber nicht mit auf den Weg geben, weil das muss ich ja, weil die treffen die ja schon. Vorleben. Aber ich muss es ihnen ja irgendwie ermöglichen, das Ganze. Also gebe ich mir das mit auf den Weg und nicht ihnen. Ja. Sehr weise. Gibt es noch irgendetwas zum Thema, was noch wichtig wäre zu wissen, was ich jetzt nicht gefragt habe? Also wir könnten jetzt noch stundenlang über psychische Verschmelzung oder ich denke, das Grundprinzip ist klar geworden. Wir können das nicht alles erwähnen, das ist nicht möglich. Es sind auch sehr individuelle Geschichten. Einzelfallbetrachtungen sind da halt einfach. Man kann keine grundsätzlichen Aussagen zu bestimmten Themen machen. Man kann grundsätzlich aussagen, wie entsteht das oder Kreativität, aber grundsätzlich, warum verhält sich ein Mensch so oder warum ist mein Kind gerade nicht beschulbar oder warum schreit es ständig, die kann man so oder so jetzt hier nicht besprechen, denke ich. Und ich glaube, wir haben somit eigentlich einen ganz guten Überblick geschaffen, wie Menschen sich entwickeln. Ja. Also es geht halt darum, wenn ich ein Kind verstehen möchte oder wenn ich ein Kind sich entwickeln lassen möchte, muss ich erstmal wissen, wie Kinder sich überhaupt entwickeln. Mhm. Und Kinder entwickeln sich über Erfahrungen. So, das ist der ganz grundsätzliche Tenor. Und umso mehr Erfahrungen ich sie machen lasse und das am besten noch in der Natur, dann ist auch egal, ob die Hose mal dreckig ist, dann ist doch gut. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs und am Ende haben wir immer so Satzanfänge vorbereitet, die wir unsere Gäste bitten, ganz spontan zu vervollständigen. Möchtest du mitspielen? Ja, klar. Kinder sind das größte Mysterium und das größte Geschenk, das wir haben. Kinder sind nicht Spielbälle von erwachsenen Vorstellungen. Unserem System fehlt Empathie. In Beziehung sein heißt sich gegenseitig wahrnehmen und respektieren. Eltern sein bedeutet Vorbild sein, bei sich selber aufräumen und das Kind als Lehrer akzeptieren. Die Menschen sind gut. Das Leben ist schön. Ich bin. Das weiß ich gar nicht. Ich bin. Ich glaube, dahinter würde ich einen Punkt machen. Ich wünschte, ich könnte. Noch mehr das tun, was ich gerne möchte, oder noch mehr meine Kinder so aufwachsen lassen, wie ich es möchte. Ich würde niemals kann ich nicht beantworten, ich weiß nicht, ob ich das halten kann. Wenn also ich würde könntest. Niemals
niemals mehr in solchen Systemen arbeiten wollen, wie wir es gerade haben. Für die Zukunft wünsche ich mir mehr Kinder auf dem Land. Liebe ist? Punkt. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, eine Botschaft an die ganze Menschheit zu richten, welche Botschaft wäre das? Bitte ermächtigt euch, eure Kinder wieder selber, selber zu erziehen, selber zu begleiten zu dürfen und überlasst das nicht diesen Staaten dieser Welt. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, lieber Simon, für dieses spannende Gespräch, für diese wichtigen Informationen. Ich wünsche dir weiterhin viel, ganz viel Freude und Erfolg bei deinem Wirken. Dankeschön. Dieser wichtigen Arbeit. Danke. Ja, liebe Zuschauer zu Hause, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heißt Free Spirit TV, der Sender jenseits des Mainstreams.